Herzlich willkommen allen in den Call. Ich bin hier gar nicht der Wichtige. Ich bin Holm aus Google Berlin. Aber wir haben aufgrund vieler Anfragen, die aus allen Richtungen kamen, mal John gefragt, ob er für einen Search Hangout zur Verfügung steht, zu aktuellen Themen. Und das ist jetzt die Gelegenheit, in der nächsten Stunde hier unseren Experten dafür am Mikrofon und am Lautsprecher zu haben. John Müller aus der Schweiz. Und ich würde auch direkt an dich übergeben, John. Eingewählt sind jetzt diverse Publisher aus der Region Dach, die sicherlich völlig unterschiedliche Fragen haben werden, aber over to you. Perfekt. Okay, dann legen wir mal los. Es sind schon einige Fragen eingereicht worden. Ich habe die alle mal auf YouTube reinkopiert, die ich direkt bekommen habe. Andere haben auch weitere Fragen dazu gebracht. Ich denke, schon mal die Fragen, die eingereicht worden sind, sind wahrscheinlich schwierig, alle voll durchzukriegen. Aber ich gehe sie mal relativ schnell durch. Wenn ihr zu einzelnen dieser Fragen weitere Informationen haben möchtet, einfach nur anhalten und dann versuche ich ein bisschen mehr dazu zu geben. Einige Fragen sind ein bisschen lang. Ich versuche die ein bisschen abzukürzen, einfach damit wir da ein bisschen schneller durchkommen. Die erste Frage ist bezüglich quasi Sichtbarkeitsänderungen bei Core-Updates. Bei einigen Websites scheint das sehr schnell zu gehen, bei anderen nicht so schnell. Woran liegt das? Das ist eigentlich nicht irgendwas Spezielles auf unserer Seite, dass das irgendwie schnell oder langsam gehen soll. Manchmal geht das halt ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen weniger schnell. Teilweise vermute ich auch, dass die Tools, die die Sichtbarkeit messen von anderen Websites, natürlich die Messungen irgendwie ein bisschen anders machen, als wir sie machen würden, oder dass man sie zum Beispiel in Search Console oder in Analytics sehen würde. Aber an und für sich ist das normal, dass bei einigen Websites diese Änderungen schneller kommen, bei anderen ein bisschen weniger schnell. Unser Domain hat 19 Millionen Backlinks. Wie sollen wir mit quasi schlechten Backlinks oder mit Disavow da arbeiten? Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ihr nicht gezielt irgendwas macht mit Backlinks, wenn ihr nicht wisst, dass vielleicht irgendein SEO von früher Links gekauft hat oder irgendwelche Sachen mit Links gemacht hat, dann würde ich mir da keine großen Gedanken machen. Dann würde ich das, weiß nicht, alle paar Monate vielleicht mal grob durchgehen, anschauen. Wenn wirklich problematische Muster dort erscheinen, dann würde ich einfach domainmäßig in der Disavow-Datei arbeiten. Aber ich würde da nicht versuchen, jeden einzelnen Link anzuschauen und zu überprüfen. Bei so vielen Links macht das eigentlich nicht wirklich Sinn. Und wir versuchen ja wirklich nur, die wirklich problematischen Sachen zu erkennen. Und es ist uns total klar, dass jede Website, die im Web betrieben wird, diverse Links zu sich zieht im Laufe der Zeit. Wir denken, dass uns YMYL-Inhalte, also Your Money or Your Life-Inhalte, in der Domain-Autorität runterziehen, da wir nicht genug genug guten Content liefern können und wir auch keine Experten haben. Was kann man da grob machen? Also gerade, ich denke jetzt bei User-Generated Content, wie kann man da am besten vorgehen? Ich denke, das ist schwierig, immer mit User-Generated Content, aber grundsätzlich ist es auf unserer Seite so, dass wir da keinen großen Unterschied machen, ob das jetzt User-Generated Content ist oder Content, den ihr selber erstellt, sondern wir schauen das, was auf der Website veröffentlicht wird, an und nehmen das als Basis für unsere Indexierung und für die ganzen Ranking-Algorithmen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Inhalte nicht so wahnsinnig toll sind, dann würde ich schauen, ob man das irgendwie verbessern kann. Aber es ist nicht so, dass man da einfach mit einem Meta-Tag arbeiten kann oder das irgendwie in einer einfachen Art und Weise irgendwie durchsortieren kann und aufräumen kann, sondern man muss das wirklich von Fall zu Fall ein bisschen selber anschauen. Und ich würde da eher in Richtung gehen, dass man da vielleicht selber irgendwelche Usability Studies macht, dass man einfach mit anderen
Benutzern der Webseite mal zusammenarbeitet und überlegt, was könnte man machen, damit die Webseite wirklich insgesamt viel klarer dasteht. Hallo John, die Frage kam von mir, von Gute Frage, ist dir wahrscheinlich bekannt, klassisch User-Generated Content. Und was wir halt eben auch festgestellt haben, ist, also wir werden halt im Your Money, Your Life-Bereich, gerade im medizinischen oder Finanzbereich, werden wir nie den besten Content quasi, weil wir einfach keine Experten haben, zur Verfügung stellen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eben diese quasi Content-Elemente komplett von Gute Frage zu entfernen. Haben uns aber halt gefragt, wie weit kann das gehen, weil die Quality Rater Guidelines wurden ja letztens auch aktualisiert und das geht ja weit über hinaus Richtung Fitness, Ernährung, Verschwörungstheorien. Und würdest du dann auch eher tendieren dazu, diese Bereiche komplett einfach von der Plattform dann lieber rauszunehmen, als dass wir quasi so Halbwissen auf der Plattform haben? Also bei uns heißt eliminieren tatsächlich dann diese Inhalte auch auf 4.10 zu setzen und die wirklich von der Plattform rauszunehmen, was natürlich auch, klar, sehr viele Inhalte von uns betrifft. Aber wir haben schon auch damit angefangen und haben festgestellt, dass uns das ganz gut tut auch. Aber wie weit würdest du da gehen? Also auch was andere Bereiche, Fitness, Ernährung. Und wir können einfach Wissen von Nutzererfahrungen automatisiert einfach nicht trennen. Das ist bei Gute Frage nicht möglich. Wir kriegen extrem viele Fragen pro Tag rein. Und die Moderation versucht natürlich, das Bestmöglichste, die Qualität sicherzustellen. Aber ist nicht alles ganz genau möglich. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da hätte ich keine Zauberantwort, wie weit man das machen soll. Was ich mir vielleicht auch überlegen würde an eurer Stelle, ist, mit Noindex zu arbeiten, dass man sich da quasi irgendein Zwischenschrift schafft, dass man sagen kann, das sind Inhalte, die wir wirklich indexiert haben wollen, das sind Inhalte, die wir vielleicht nicht genau wissen, wie wir damit umgehen wollen, und dann andere Inhalte, die man wirklich ganz rausnehmen kann. Dann kann man wenigstens auch sehen, ob innerhalb der Website, ob immer noch genug Leute auf diese Inhalte gehen. Man kann sich überlegen, ob man irgendein Rating-System einrichtet, dass die zwar auf der Website vorhanden sind, wenn jemand innerhalb der Website sucht, aber dass sie dann nicht für die Indexierung verwendet werden. Und dass man sich da so irgendwie einen Zwischenschritt versucht reinzuholen. Ich denke, mit den Quality Rater Guidelines würde ich das nicht sehen als etwas, was wirklich eins zu eins umgesetzt wird in unseren Algorithmen, dass wir da irgendwie einen Algorithmus haben, der Fitnessinhalte wirklich nur detailliert überprüft, sondern das sind eher allgemeine Richtlinien, die wir für die Quality Raters haben. Super, danke. In die Richtung gehen wir auch gerade aktuell schon. Super. Dann, ich glaube, die nächste ist auch von euch, wegen Subdomain und Unterverzeichnis für Sex, Beziehungs-, Liebe-Inhalte. Quasi die Frage, ob man das irgendwie rauslagern soll oder separat behandeln soll. Aus unserer Sicht ist das an und für sich nicht immer notwendig, sondern wir versuchen hauptsächlich zu unterscheiden zwischen Inhalten, die von Safe Search gefiltert werden sollten und solche, die nicht gefiltert werden sollten. Und wenn man das sauber organisieren kann in einem separaten Verzeichnis oder in einem Subdomain, dann hilft uns das auf jeden Fall. Aber ich vermute, viele von diesen User-Generated-Content-Inhalten, die würden gar nicht erst in die Kategorie fallen, dass sie von Safe Search gefiltert werden. Sondern es ist wahrscheinlich irgend so ein Misch von Inhalten, die relevant sind für Personen, die direkt nach diesen Themen suchen. Aber es ist nicht so, dass man die herausfiltern müsste, wenn jemand mit Safe Search suchen würde. Ja, unsere Theorie ist nur, dass eben uns diese Masse an grenzwertigen Content, der zwar für Nutzer relevant ist, aber vielleicht die seriöseren Inhalte quasi runterziehen könnte. Würdest du sagen, das könnte schon der Fall sein? Weil ich glaube, dieselbe Frage oder eine ähnliche Frage gab es im März auch noch schon mal auf der SMX. Und da war deine Empfehlung, das dann lieber auf ein Verzeichnis auszulagern. Aber würdest du sagen, dass es vielleicht doch sicherer ist, das dann irgendwie auf eine Subdomain zu schieben, so kritischer Randcontent? Kann man natürlich schon machen. Ich denke, wenn das jetzt ganz allgemeine User-Generated Content sind, sag ich mal, Blogs von anderen Benutzern mit Bildern und allen möglichen dabei, dann würde ich das wirklich ganz klar trennen. Einfach damit man ganz sicher ist, dass irgendetwas von Safe Search von der Seite her nicht auf eure Website
oder auf den Rest der Website zurückkommt. Aber wenn das nur, sag ich mal, Textinhalte sind, wenn das in einem Forum oder eben in diesen Frage-Antworten-Bereichen ist, dann sehe ich das als weniger problematisch an bezüglich Safe Search. Und da würde ich dann eher sagen, Unterverzeichnis ist auch eine Idee, dass man das so macht oder dass man es vielleicht auch gar zusammenlässt. Mit dem Subdomain hat man das einfach viel genauer quasi abgetrennt. Okay, super, danke. Dann eine Frage zu White-Label-Inhalten. Aus der Kommunikation von Google in Bezug auf White-Label-Thema lässt sich ableiten, dass das Hauptproblem darin besteht, Domains einfach an Dritte zu vermieten. Verstehen wir das richtig? Ich denke, aus unserer Sicht das Hauptproblem gerade im Bereich White-Label, also wenn man zum Beispiel, sag ich mal, eine Nachrichten-Website hat und dann einen Bereich hat, wo man nur Coupons hat oder wo man andere Sachen hat, die wirklich ganz getrennt sind. Aus unserer Sicht ist das Hauptproblem, dass diese Inhalte oft vermischt werden, dass wir dann einfach den Unterschied zwischen dem Nachrichtenbereich und dem Coupon-Bereich zum Beispiel nicht sauber erkennen können. Und das macht es uns dann schwierig, die beiden Bereiche wirklich relevant zu zeigen in den Suchergebnissen. Und was wir da geraten haben, ist, dass wir einfach da, oder was wir gesagt haben, ist, dass wir möglichst diese Bereiche jetzt einfach separat anschauen und wie an und für sich unterschiedliche Teile halt anschauen für das Ranking. Das heißt, nur weil man, sag ich mal, einen Coupon-Bereich auf einer Website hat, die sonst einigermaßen gut bekannt ist für Nachrichteninhalte, heißt nicht, dass dieser Coupon-Bereich dann automatisch, sag ich mal, viel besser rankt in den Suchergebnissen. Und ich denke, aus unserer Sicht macht das eigentlich soweit auch Sinn. Ich glaube, die Frage geht in Richtung, wir arbeiten sehr eng zusammen mit unseren Partnern, die diese Bereiche machen. Ist das trotzdem problematisch? Für uns ist es einfach schwierig, wenn diese Bereiche wirklich so vermischt sind. Und deswegen versuchen wir das in den Algorithmen ein bisschen besser zu trennen. John? Ja. Hier sitzen Julian und meine Kollegen vom Stern. Wir hatten die Frage eingereicht und gerade einmal an der Stelle die Rückfrage. Inwiefern ist das aus eurer Sicht gerade vermischt? Also einfach, weil alle Themen auf stern.de stattfinden, denn Vergleiche und Gutscheine finden bei uns ja in einem Folder statt und damit eigentlich ja relativ getrennt von dem restlichen Content. Inwiefern kann man das noch irgendwie optimieren? Ich denke, getrennt ist eigentlich schon okay. Ich sehe das nicht unbedingt als etwas, was man optimieren muss auf eurer Seite, sondern wir versuchen, diese Inhalte wirklich separat anzuschauen, damit wir die auch eigenständig im Ranking zeigen können. Mhm. Und das ist natürlich nicht eine Sache, wo ich sagen würde, man muss das optimieren oder besser verstecken oder irgendwie anders verschachteln, sondern das ist eigentlich, aus unserer Sicht versuchen wir das gerade so zu machen, dass wir die separat betrachten. Es war halt nur in unserem Fall sehr auffällig, dass wir vom einen auf den nächsten Tag in Sichtbarkeit sehr stark runtergegangen sind und bei uns steht da relevantes Business hinter und insofern stellt sich natürlich bei uns immer die Frage, ob wir irgendwie das Ganze noch besser aufsetzen können, damit auch ihr sagt, das ist für Nutzer jetzt irgendwie die maximal sinnvolle Variante. Ja. Ich denke, es ist allgemein für uns schwierig, wenn man so sehr unterschiedliche Inhalte zusammennimmt auf einer Website. Wenn wir wissen, dass das alles Nachrichteninhalte sind, dann ist das verwirrend für unsere Algorithmen, wenn auf einmal ein großer Teil, sag ich mal, ein Coupon-Bereich dabei ist. Und das sind Sachen, die sind einerseits für uns allgemein vom Ranking her problematisch, andererseits wollen wir auch einfach sicherstellen, dass die ganz unterschiedlichen Teile von Websites auch wirklich separat betrachtet werden, damit sie quasi gegeneinander entsprechend in der Konkurrenz auch klar dastehen. Heißt, dass wir ein Trust dafür aufbauen müssen, den wir eigentlich mit Stern schon haben?
Bedeutet, vielleicht noch eine Rückfrage, bedeutet im Umkehrschluss, wir haben eine Marke, passt auf der Marke für Nutzen? Irgendwo ist ein bisschen Echo. Ich glaube, die Kollegen haben den Fokus. Jetzt muss es gehen. Okay. Also die Frage wäre, wir haben für Stern jetzt in dem Fall einen Markentrust aufgebaut, der aus Google-Perspektive aber sich vor allen Dingen auf das News-Geschäft bezieht und nicht so sehr auf all die anderen Bereiche, die wir auch machen. Also mit Gutscheine und Vergleiche, das sind zwar Subfolder, die keine News sind, aber es sind ja nicht die ersten Subfolder, die wir machen, die keine News sind. Und da wäre jetzt die Frage, also aus eurer Perspektive müssten wir für diese vermeintlich neuen Bereiche einen ähnlichen Trust mit der Marke aufbauen, wie wir es für News schon haben, oder was ist die Anforderung dann an der Stelle? Ja, an und für sich schon, ja. Also sie müssten quasi selbstständig für sich auch dastehen können. Das heißt, das sogenannte White Label Update hat eigentlich gar nichts mit White Label zu tun, sondern nur das einzelne Verzeichnis, des Subdomains und so weiter getrennt voneinander bewertet werden? Ich denke, man kann das als eine Mischung von diesen beiden Bereichen sehen. Also es ist sicher mit den White Labels ist das sicher ein Thema geworden, was immer mehr besprochen wurde und dementsprechend auch eher als etwas angesehen wurde, wo wir erkannt haben, dass das eher ein Bereich ist, woran wir arbeiten müssen. Aber es ist nicht so, dass wir allgemein sagen, Unterverzeichnisse oder Subdomains müssen jetzt stärker getrennt werden, sondern wir versuchen wirklich zu erkennen, was gehört zusammen und was sind an für sich ganz separate Bereiche. Okay, John. Ja. Darf ich eine Frage stellen, Valentin hier von Focus? Und zwar, was heißt denn das jetzt konkret? Also sollen Publisher keine White Labels machen? So, dürfen wir generell nicht kooperieren mit irgendwelchen externen Partnern? Oder wie ist Googles Sicht auf? Also mir fehlt so ein bisschen die Klarheit, wie wir mit dem Thema umgehen sollen. Also ich meine, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass eine Zeitung von mir aus Kleinanzeigen macht oder sowas. Wie ist da Googles Sicht auf die Geschichte? Vielleicht noch ergänzen. Also ich habe es so verstanden, dass ihr verhindern wollt, dass viele Publisher mit den gleichen Partnern kooperieren und dann übertriebenermaßen vielleicht 10-mal das gleiche Suchergebnis nur auf einem anderen Publisher ist. Wenn aber der Publisher, und da hänge ich so ein bisschen an dem Vermischtsein, wir suchen uns ja Partner aus, die auch inhaltlich einen Connect machen. Also jetzt nehmen wir Gutscheine oder andere Dinge. Und da arbeiten wir ja dran, diese Dinge stärker zu integrieren in das Angebot. Also würden stärker vermischen, weil wir sagen, Nachrichten passt zum Beispiel, eine Finanznachricht passt zu einem Finanzvergleich, Finanzproduktevergleich, weil der Nutzer gleich eine Lösung angeboten bekommt. Insofern ist aus meiner Sicht die Vermischung ja sinnvoll und würde auch für den Nutzer und damit für Google heißen, dass da was zusammenspielt. Ich denke, ja, sind vielleicht ein paar Sachen, die da jetzt gerade zusammenkommen. Einerseits ist es nicht so, dass wir sagen, ihr dürft das nicht machen. Es ist nicht so, dass wir das als etwas sehen würden, was gegen die Webmaster-Richtlinien ist. Ihr könnt die Inhalte veröffentlichen, wie ihr wollt. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie vorschreiben würden, ihr müsst das anders machen. Sondern es geht bei uns wirklich eher darum, dass es einfach vermischt wird, wenn wir, sag ich mal, unter einem Domain sehen, dass da ganz unterschiedliche Inhalte sind, dann versuchen wir, das möglichst auch als unterschiedliche Inhalte anzuschauen und separat zu ranken. Es gibt sicher Bereiche, wo dieser Unterschied ein bisschen fließender ist. Ich weiß jetzt nicht, mit Finanznachrichten und Finanzvergleich könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in die Richtung geht. Aber in vielen Fällen sehen wir einfach, dass man da eine andere Webseite innerhalb vom gleichen Domain hat. Und aus unserer Sicht würden wir versuchen, das anzuschauen wie eine andere Webseite halt. Das ist ähnlich wie wenn man, sag ich mal, ein Domain wie Blogger hat und unterschiedliche Blogs darauf hat, dann ist das zwar alles im Blogger-Domain, aber an und für sich sind das separate Websites, die wir separat anschauen müssen.
würde aber heißen, wir sollten das dann komplett auf eine andere Domain ziehen, wenn wir solche Partnerschaften haben. Das ist an und für sich euch überlassen. Also ich würde nicht sagen, ihr müsst das so machen, aber wir würden versuchen, das anzuschauen wie eine separate Website. Und wenn ihr das auf dem gleichen Domain macht, einfach aus Marketinggründen, aus Brandinggründen, ist das an und für sich euch überlassen. Das macht ja manchmal auch Sinn. Aber ich denke, das ist eine Frage, die kann man wahrscheinlich noch stundenlang besprechen. Ich gehe mal kurz zu den anderen durch. Vielleicht haben wir am Ende noch ein bisschen Zeit. Eine Frage wegen RHEL Sponsored und RHEL UGC. Wie schaut es mit Affiliate Links aus? Benötige ich jetzt nur mehr noch RHEL Sponsored oder soll ich noch NoFollow dazu tun? Aus unserer Sicht ist RHEL Sponsored an und für sich das Richtige für Affiliate Links. In vielen Fällen erkennen wir die Affiliate Links sowieso und da ist es nicht extrem kritisch, aber wenn man die schon speziell markieren kann, dann würde ich mit RHEL Sponsored arbeiten. Zum Launch eines neuen Portals habe ich zwei Fragen. Warum ranken wir mit unserem neuen Nachrichtenportal einen Monat nach Launch immer noch sehr selten? Schwierig zu sagen. Also ich kenne euer Nachrichtenportal nicht. Da ist es schwierig zu sagen, was genau da passiert. Aber ein Monat ist eine relativ kurze Zeit, wenn ich vergleiche zu anderen Nachrichtenwebsites, die wirklich schon extrem lange da sind. Und da ist es nicht unbedingt der Fall, dass wir sagen würden, man muss eine gewisse Zeit auf dem Markt sein, sondern es ist einfach so, dass wenn man jetzt schon länger an einer Webseite arbeitet, dann sammelt man ja gewisse Signale und Links im Laufe der Zeit. Und dann ist es für uns einfacher zu erkennen, wie wir das einplatzieren sollen, als wenn eine Website ganz neu dazukommt. Welche Kriterien müssen unsere Inhalte erfüllen, um in Discover ausgespielt zu werden? Gibt es Tipps, um Inhalte für Discover attraktiv zu machen? An und für sich ist Discover aufgebaut auf Inhalten, die normal in der Suche erscheinen. Und wir versuchen da eher zu erkennen, welche Themen für diese einzelnen Benutzer jeweils relevant sind. Also es ist nicht so, dass man da gewisse Kriterien erfüllen muss oder dass man gewisse Meta-Tags verwenden muss, sondern wir versuchen da alle möglichen Inhalte zu bringen. Ich glaube, bei den Richtlinien für Discover empfehlen wir auch, die Google News-Richtlinien anzuschauen. Aber es ist nicht so, dass man in Google News sein muss, um in Discover gezeigt zu werden. Discover Refer in Analytics, wird es da was geben? Soweit, wie ich das gesehen habe mit meinen Besprechungen mit den Kollegen auf der Discover-Seite, ist die Idee da, dass der Refer für Discover eigentlich der gleiche sein soll wie für Google Search. Ich weiß, es gibt leichte Unterschiede, teilweise je nachdem, wie Discover-Inhalte gezeigt werden. Ich vermute, längerfristig wird das in die Richtung gehen, dass der Refer gleich ist wie für die normale Suche. Im Moment kann man vielleicht mit einzelnen Tricks noch ein bisschen besser was erkennen. Man kann ja den Performance von Discover-Inhalten in Search Console separat anschauen. Dann noch eine Frage zum Google News Update über die Erstberichterstattung. Ja. Ich höre irgendeine Stimme ganz vage, aber nicht richtig. Du musst es drehen, oder? Entschuldige, hörst du mich jetzt besser? Ja. Ja. Sehr gut. Und zwar zu der Google Search Konsolen-Sache. Natürlich sehen wir dieses Cover-Ergebnis in der Google Search Konsole. Das ist auch sehr praktisch. Aber als Publisher sind wir alle newsgetrieben und ich finde es sehr gut, dass man zurzeit Unterschiede merken kann anhand des Referrers, ob etwas in das Cover gerade ist oder ob etwas in der Suche zu finden ist. Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Es wäre sehr schön, wenn das weiter so bleibt oder eher deutlicher wird, als dass man sagt, okay, wir machen denselben Referrer wie für die Suche. Vielleicht kann man das so anbringen. Ich bin mir sicher, das werden ganz viele genauso sehen. Ich finde das an und für sich auch so, aber nicht alle wirklich. Was mir helfen würde, ist, wenn ihr
ein bisschen zusammenstellen könnt, was für euch der Vorteil wäre. Außer quasi, dass wir jetzt mehr Daten haben und dass wir das genauer sehen, sondern was ändert das für euch, wenn ihr die Discover-Benutzer mit dem separaten Referrer direkt sehen könnt? Kann man da, ich weiß nicht, Inhalte besser optimieren? Kann man bessere Inhalte erstellen, die vielleicht relevanter sind? Was ist der Vorteil an und für sich für die Google-Benutzer, wenn ihr diese Referrer-Angaben habt? Vielleicht fällt euch irgendwas ein. Wenn ihr mir das mal zuschicken könnt, dann gehe ich das gerne auch mit dem Team nochmal anschauen, ob man das vielleicht nicht doch irgendwie umstellen kann, dass man da etwas sehen kann. Wunderbar, danke, machen wir gerne. Super. Okay, dann noch zu Google News mit dem Erstberichterstattungs-Update. Ich habe da leider keine Informationen dazu. Da weiß ich nicht genau, was da alles bei Google News läuft. Ich glaube, es sind ein paar Fragen so gekommen. Dann, ich bin Berater von Medienhäusern in Deutschland. Einige meiner US-Kunden betreiben Content-Portale gemeinsam mit Dritten im Bereich Coupons und Lifestyle-Content. Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen angeschaut. Die Einstellung Status als europäische Presseveröffentlichung vererbt sich vom Hauptdomain auf die Subdomains. Unsere Website besitzt historisch gesehen viele von privat betriebene Subdomains. Die Subdomains sind von der Vererbung auch betroffen, fallen aber nicht unter Presseveröffentlichungen. Wie kann man die austragen? Ich glaube, das geht nicht so einfach. Was man wahrscheinlich machen müsste, ist, weiß auch nicht, die Subdomains separat verifizieren und dann entsprechend die Einstellungen dort entsprechend umzustellen, aber wahrscheinlich geht das nicht so einfach. Ich schaue das mit dem Team nochmal hier an, ob man da irgendeine Einstellung finden kann, dass man das mit der Vererbung vielleicht anders einrichten kann. Ich denke, das ist ein bisschen schwierig, weil wahrscheinlich ist der Fall, den ihr da habt mit Unterverzeichnissen oder Subdomains eher selten, aber vielleicht kann man da trotzdem eine Lösung finden. Dann bei den Robots Meta Tag heißt es, -1 kann als Spezialwert für Max Snippet gesetzt werden, wenn keine Textbegrenzung gesetzt werden soll. Welchen Sinn hat das, beziehungsweise was ist ein vernünftiger Wert? Grundsätzlich ist das euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Der Snippet, der dargestellt wird, ist kein Ranking-Faktor. Das heißt, es ist wirklich einfach nur die Art und Weise, wie euer Suchergebnis in den Suchergebnissen präsentiert wird. Und manche wollen vielleicht ein bisschen mehr Text haben, manche ein bisschen weniger Text. Welchen Wert ihr dort einsetzen wollt, ist an und für sich euch überlassen. Was ich da vielleicht auch überlegen würde, ist, ob man mit der Data No Snippet arbeiten möchte, wo man bestimmte Textteile direkt vom Snippet zurückhalten kann. Das wäre vielleicht auch eine Variante in einzelnen Fällen. Aber grundsätzlich ist das etwas, wo wir versuchen, keine Zahl als Empfehlung zu geben, sondern wir wollen das wirklich euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Man kann sicher mal die Suchergebnisse jetzt anschauen und überlegen, wie viele Buchstaben werden da ungefähr gezeigt. Aber grundsätzlich ist das euch überlassen. Dazu vielleicht eine ganz kurze Rückfrage von meiner Seite, John. Gibt es einen Maximalwert? Weil sonst könnte ich auch 1.000 oder 2.000 Zeichen eintragen und dann hätte ich eine ganz gute Präsenz auf der SERP. Also da in die Richtung ziele das, glaube ich, auch so ein Stück weit. Gibt es so eine Obergrenze sozusagen? Das ist an und für sich das Gleiche wie bei normalen Snippets. Also für uns ist das einfach die Maximallänge, die ihr aus eurer Seite vertreten wollt. Es heißt nicht, dass wir zu dieser Maximalgrenze gehen. Das heißt, in den meisten Fällen ist es ja, ich weiß auch nicht, aus externen Untersuchungen irgendwie zwischen 180, 320 Buchstaben, irgend sowas liegt das im Moment. Und wenn wir, sag ich mal, 320 Buchstaben zeigen würden und ihr gebt als Maximalwert 1.000 Buchstaben an, dann zeigen wir trotzdem die 320, die wir da jetzt zeigen würden. Und die Länge, die wir zeigen,
ist normalerweise auch abhängig von dem Suchergebnis, also von dem, was gesucht wird und was wir natürlich finden auf der Website. Manchmal versuchen wir, ein bisschen längeren Snippet zu zeigen, weil wir das Gefühl haben, so können wir dem Benutzer eher präsentieren, warum diese Seite jetzt gerade passt. Manchmal reicht es, wenn wir einen kürzeren Snippet zeigen. Okay, danke. Dann zu dieser Einstellung insgesamt bezüglich europäischer Presseveröffentlichung. Wann sieht man das in Search Console oder wann nicht? Es ist so, wir haben das versucht, in Search Console so zu platzieren, dass es nicht in den Weg kommt von normalen Benutzern. Das heißt, wenn man diese Einstellung noch nie gemacht hat, dann sieht man diese Einstellung in Search Console nicht, sondern man kann über den Hilfecenter zum Beispiel gehen und dort den Link entsprechend klicken und so zu dieser Einstellung kommen. Wenn man die Einstellung einmal verwendet hat, dann wird sie auch weiterhin sichtbar sein in Search Console. Das ist ähnlich wie mit Disavow Links, in dem, dass wir das Gefühl haben, dass die meisten Websites brauchen diese Einstellungen wahrscheinlich nicht und deswegen versuchen wir die dann nicht irgendwie groß bei den Einstellungen immer zu zeigen, weil das verwirrt Benutzer dann einfach nur, wenn sie viele Einstellungen sehen, die sie eigentlich nicht brauchen. Welche Folgen hat es, wenn man die Einstellung deaktiviert? Wenn man die Einstellung deaktiviert, dann ist diese Website an und für sich einfach nicht mehr auf der Liste der europäischen Presseveröffentlichungen auf unserer Seite. Das heißt, je nachdem, wie die Suchergebnisse gezeigt würden für europäische Presseveröffentlichungen, könnte das natürlich einen Einfluss haben. Konkret ist das ja, glaube ich, in Frankreich so, dass demnächst das neue Gesetz in Kraft tritt, wo wir dann für Benutzer in Frankreich, für Websites, die auf dieser Liste sind, standardmäßig, glaube ich, keinen Textsnippet zeigen würden, es sei denn, man hat das speziell markiert, dass man einen Textsnippet zeigen möchte. Für andere Länder weiß ich nicht, wie das da rechtlich dann aussehen wird. Dazu noch eine kurze Rückfrage. Wenn man sich dann abwählt und man ist eigentlich standardmäßig angewählt worden von euch, hat das dann auch eventuell eine Auswirkung auf die Bewertung bei Google News? Also kann es auch sein, dass Google dann sagt, okay, ihr seid dann vielleicht gar kein News-Publisher mehr? Nein. Oder ist das unabhängig voneinander? Ja, das ist unabhängig voneinander. Okay. Es ist auch nicht so, dass wir, ich glaube, die Stand, weil das Problem auf unserer Seite war, dass wir keine Liste bekommen haben von Websites, die wir so betrachten sollen. Also haben wir da versucht, eine Liste selber zu erstellen. Und das ist nicht unbedingt 1:1 eine Liste von den News-Publishern. Manche sind ja nicht in Google News dabei und sind trotzdem europäische Presseveröffentlicher. Und manche sind bei Google News drin, aber sind eigentlich nicht Presse-Websites. Zum Teil sind ja auch Blogs bei Google News dabei. Und das sind ja dann trotzdem unterschiedliche Websites. Und das heißt, diese Einstellung ist aus unserer Sicht wirklich nur für diesen Zweck da, zum Festlegen, seid ihr so etwas oder seid ihr das nicht? Okay. Unseren Betrachtungen nach scheint besonders die Click-Through-Rate auf einen Artikel eine große Rolle zu spielen und damit vor allem boulevardeske Titel. Als seriöser News-Publisher wollen wir allerdings eher neutrale Titel im Nachrichtenkontext formulieren. Kann es im Sinne von Google Discover Science so einen starken Fokus auf clicky Titles zu legen? Gibt es neben Click-Through-Rate noch weitere Bewertungskriterien? Meines Wissens haben wir eigentlich noch gar keine Bewertungskriterien für Google Discover irgendwie bekannt gegeben. Von dem her weiß ich gar nicht, ob ich jetzt da zustimmen würde, dass überhaupt Click-Through-Rate ein Faktor dort ist. Aber auf jeden Fall würde ich da die Titel so gestalten, wie sie zu euren Websites passen. Und das kann natürlich so ausfallen, das kann so ausfallen, das ist an und für sich eher euch überlassen. Dann gleich noch mehr mit Google News und Discover. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen angeschaut. Kann es sein, dass eine manuelle Maßnahme vorliegt, ohne dass diese über Search Console gemeldet wird? Gibt es Möglichkeiten, das zu prüfen bzw. auszuschließen?
wir versuchen eigentlich schon, alle manuellen Maßnahmen direkt in Search Console zu zeigen. Dafür ist es eigentlich auch da. Und gerade bei manuellen Maßnahmen ist es ja auch wichtig, dass wir entsprechend Rückmeldung von euch bekommen, wenn etwas nicht richtig gemacht wird, beziehungsweise wenn ihr größere Veränderungen gemacht habt und das neu überprüfen wollt. Und dementsprechend versuchen wir da schon, alles in Search Console zu zeigen. Es kann sein, dass es noch irgendwelche uralten manuellen Maßnahmen gibt, die da nie in Search Console gezeigt wurden. Aber das ist etwas, was ich sehr, sehr selten sehe. Vielleicht, ich weiß nicht, einmal im Jahr oder so finde ich so etwas, wo auf unserer Seite irgendwas mal markiert wurde und das nie in Search Console sichtbar war. Aber in den allermeisten Fällen ist das eigentlich alles da drin. Wenn ihr etwas seht, wo ihr das Gefühl habt, da ist vielleicht irgendwas Manuelles bei Google, könnt ihr mir das gerne mal zuschicken, dann kann ich das anschauen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist das alles an und für sich automatisiert. Dann noch einige Fragen zur Originalberichterstattung. Eben, wie gesagt, da habe ich nicht wahnsinnig viel. Wir haben eine deutliche und nachhaltige nachlassende Performance aus Discover festgestellt. Ja, da habe ich eigentlich nicht groß Informationen dazu, wie sich das verändert. Ich finde das spannend mit Discover, weil da ja keine Keywords dabei sind, beziehungsweise man sieht ja nicht, wonach oder woran Leute Interesse haben. Aber ich denke, das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, dass man da schlecht feststellen kann, wann macht man das Richtige, welche Inhalte sollte man mehr produzieren, welche sollte man weniger produzieren. Da muss man fast separat irgendwelche User Studies machen. Nochmal ganz kurz, die Frage kam von uns. Wir haben eben tatsächlich wirklich zu diesen Zeitpunkten Mitte Juli und Anfang September doch ein deutliches Nachlassen des Traffic-Niveaus festgestellt. Und da ist mir natürlich dann immer so ein bisschen auf der Suche, liegt es an uns oder ist es dann doch vielleicht, gab es da zu diesem Zeitpunkt relevante Veränderungen? Wenn man das weiß, dann kann man zumindest, sage ich mal, die Fehlersuche schon mal ein bisschen besser steuern. Und generell, also wenn du das jetzt nicht bestätigen kannst oder nichts dazu sagen kannst, fein. Aber wir haben generell so ein bisschen das Gefühl, dass Discover natürlich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr lernendes System ist. Und was wir festgestellt haben, ist eben, dass die Anzahl der Impressions zurückgegangen ist, die Anzahl der Klicks letztlich auch. Aber wir haben eben gesehen, die CTR ist nach oben gegangen in dieser Zeit. Und da war eben so ein bisschen die These von uns, ihr werdet wahrscheinlich darauf achten, die Inhalte auszuspielen, die bei den möglichst geringer Ausspielung auch besonders gut klicken. Und möglicherweise hat Discover jetzt über die letzten Monate ganz gute Nutzerdaten gesammelt, um sozusagen da in diesem Bereich einfach effektiver und effizienter zu sein, was dann eben für den einzelnen Publisher bedeuten kann, er hat eben weniger Sichtbarkeit sozusagen innerhalb von Discover. Wenn wir jetzt mit dieser These richtig liegen, wissen wir, es ist nichts Technisches bei uns oder wir machen nicht grob irgendwas falsch, weil wir haben unsere Content-Strategie in dem Sinne jetzt nicht wirklich stark geändert. Wenn du sagst, das ist total Quatsch, auch das Thema CTR spielt wahrscheinlich keine Rolle, dann müssen wir natürlich mal ein Stück weit in eine andere Richtung denken. Aber wie gesagt, unser Empfinden ist, dass das Discover ein sehr lernendes System ist und wir mit diesen Volatilitäten wahrscheinlich dann in der Zukunft immer rechnen müssen. Ja, also Discover ist schon relativ neu und entsprechend werden da auch, denke ich mal, größere Veränderungen immer noch dran gemacht. Das heißt, ich würde schon vermuten, dass die viele Websites einfach Schwankungen da sehen. Das heißt, bis wir da ein bisschen besser einpendeln können, wie genau wir das zeigen sollen in Discover, könnte ich mir schon vorstellen, dass es manchmal ein bisschen besser geht, manchmal ein bisschen schlechter geht. Und es ist ja dann auch nicht so, dass alle Publisher, sag ich mal, weniger Sichtbarkeit in Discover sehen würden, sondern es sehen dann halt einige ein bisschen mehr und andere ein bisschen weniger, je nachdem, wie sich halt diese Algorithmen einpendeln. Ich denke, mit Click-Through-Rate würde ich allgemein ein bisschen das immer mit Vorsicht betrachten, weil vielmals ist es ja so, dass Sachen, die einen hohen Click-Through-Rate haben, nicht unbedingt wirklich besonders hohe Qualität haben. Und da ist es aus unserer Sicht schon wichtig, dass wir nicht blind auf Click-Through-Rate oder irgendwelche anderen Signale so achten, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir den Mix auch richtig treffen. Dass man nicht einfach nur Sachen zeigt, die jetzt immer von Benutzern angeklickt werden, sondern dass wir wirklich auch
sag ich mal, Informationsinhalte bringen, dass man ein bisschen Hintergrundinformationen auch bringen kann und dass man da einfach einen Mix von verschiedenen Inhalten bringen kann. Und ich denke, das ist relativ schwierig. Ich glaube, auf YouTube haben sie da mal eine Studie veröffentlicht, ich weiß nicht wann das war, vor ein paar Jahren, wo sie dann wirklich auch gemerkt haben, dass gerade wenn Empfehlungen nur über Click-Through-Rate kommen, dann werden alle möglichen, ich weiß nicht, spekulativen Inhalte oder wirklich einfach problematische Inhalte eher veröffentlicht und eher gezeigt, die eigentlich zum Portal oder zum System selber nicht unbedingt hilfreich sind in Bezug auf die Gesamtqualität. Und ich denke, das sind Sachen, da schauen wir sicher auf verschiedene Signale und versuchen festzustellen, wie kann man das so vermischen, dass es wirklich für Benutzer, die auf Discover gehen, einerseits informativ ist, vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen Hintergrundinformation, vielleicht ein bisschen auch ältere Sachen noch dazu mischen, neue Sachen dabei, dass man da einfach diesen Mix trifft. Okay, danke. Entschuldigung, John. Uns fiel gerade, wo du das Stichwort Qualität genannt hast, nochmal eine ganz kurze, konkrete Rückfrage zum White-Label-Thema auf. Vielleicht kannst du einen Satz dazu sagen. Und zwar, wenn du sagst, ihr bewertet das separat, habt ihr euch denn im jeweiligen Fall dann auch immer die Qualität angeguckt und gebt dem Ganzen ein Ranking? Oder ist es keine qualitative Bewertung des Contents bei Vergleichen und Gutscheinen? Wie meinst du Qualität? Inwiefern? Naja, ob ihr euch die Content-Qualität angeguckt habt in den einzelnen Verzeichnissen und daraufhin eine Sichtbarkeit oder ein Ranking vergebt oder ob ihr einfach pauschal sagt, das ist eine News-Seite, die sollte mit Gutscheinen und Vergleichen eigentlich nicht so ranken. Wir machen das sicher nicht pauschal, sondern wir versuchen, die Bereiche einfach zu trennen und versuchen dann die ganzen Ranking-Signale, die wir haben, die ein bisschen auf Qualität auch zeigen würden, dann für diese Bereiche separat zu sammeln. Also es ist nicht so, dass wir sagen würden, das ist eine News-Website, die darf keine Coupons haben, deswegen müssen wir die Inhalte ganz entfernen aus den Suchergebnissen, sondern wir versuchen das einfach zu trennen und sagen, da ist eine Website mit News-Inhalten, da ist eine Website mit, sag ich mal, Coupon-Inhalten. Mhm. Wie müssen wir mit diesen einzelnen Teilen einzeln umgehen? Mhm. Okay. Okay, ich glaube, die Fragen haben wir soweit durch, die eingereicht worden sind. Da haben wir jetzt wieder Zeit für weitere Fragen von euch allen. Huch, auf einmal ist alles still. Hallo, Johannes. Okay. Sorry. hier ist Etzel von Zürich aus. Ich wollte dich fragen, es gibt bei Google News die Möglichkeit, eine Nachrichtenquelle eigentlich zu folgen. Inwiefern hat das, also das wäre dann natürlich später personalisierte Suche, inwiefern hat das dann einen Einfluss auf die Ergebnisse, die dieser User später sieht? Ich weiß nicht, wie das bei Google News gehandhabt wird. Also meines Wissens hat das nur einen Einfluss auf Google News. Also es ist nicht so, dass das auf die normale Websuche einen Einfluss hätte. Aber wie das innerhalb von Google News aussehen würde, wüsste ich nicht auf Anhieb. Aber es hat auf jeden Fall keinen Einfluss auf die normale Websuche. Dann hätte ich noch mal eine Frage zu Content-Konsolidierung beziehungsweise Content-Bereinigung. Das ist ja immer so ein bisschen ein kontroverses Thema. Also über die Zeit sammelt sich ja ein gewisses Content-Inventar an von veralteten News-Inhalten und Publisher oder Webmaster stehen dann irgendwann vor dem Dilemma zu sagen, okay, mit Blick auf Crawl-Budget beispielsweise macht es Sinn, gegebenenfalls Inhalte zu löschen, die vielleicht keinen Traffic mehr bringen aus organischer Sicht. Andererseits kann es natürlich vielleicht auch sein, dass wenn man zu viel löscht, das Falsche löscht, gegebenenfalls der Trust ein bisschen leidet, weil ein gewisser Content-Unterbau sozusagen notwendig ist. Eigentlich sind das jetzt ist nicht eine Frage, sondern es sind mehr so drei Fragen. Also
was wären so die sinnvollen Kriterien, anhand derer man so eine Entscheidung treffen sollte, welche Content sozusagen zu löschen sind oder zu entfernen sind? Und im Zweifel, wenn man das eben schwer entscheiden kann, was würdest du sagen, ist dann eben vielleicht doch besser zu sagen, man behält, statt dass man löscht und verfällt nicht in diesen Aufräumwahn, weil vielleicht das Crawl-Budget gar nicht mehr so das relevante Kriterium ist. Und die dritte Frage dazu ist Löschen oder Umleiten, also macht es eben vielleicht auch Sinn, gegebenenfalls dann umzuleiten, nicht auf die Startseite, aber vielleicht auf passende Themenseiten. Okay. Mal kurz schauen, wie man das am besten anpacken kann. Also ich denke, grundsätzlich macht es schon Sinn, dass man ab und zu überlegt, welche Inhalte man wirklich noch aufheben will und welche nicht. Das ist ja eigentlich für jede größere Website immer wieder mal ein Thema. Ich denke aber, die Überlegungen mit Crawl-Budget sind in vielen Fällen nicht so wahnsinnig kritisch. Das heißt, ich würde mir solche Überlegungen eher machen in Bezug auf, was möchte ich auf meiner Webseite präsentieren und nicht unbedingt bezüglich auf Crawl-Budget. Weil mit Crawl-Budget versuchen wir schon, das Crawling der gesamten Website anzuschauen. Aber es ist ja so, dass Inhalte, die jetzt älter sind, die sich lange nicht verändert haben, das sind ja Sachen, die crawlen wir nicht sehr häufig. Das heißt, wir schauen die vielleicht einmal im halben Jahr an. Und ob diese Inhalte dann existieren oder nicht, spielt eigentlich keine große Rolle. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn das jetzt ältere Inhalte sind, sind sie eher sowieso nicht so relevant. Wir crawlen sie nicht so häufig. Das heißt, auf das Gesamtcrawling der Website hat das eher einen kleinen Einfluss. Was man machen könnte, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass all diese älteren Inhalte trotzdem zu häufig gecrawlt werden, das sieht man ja auch in den Logdateien, könnte man die zum Beispiel auf einen separaten Host auslagern, das heißt auf ein Subdomain oder ein anderes Verzeichnis, anderen Domain, damit wir das wirklich als separaten Host anschauen können und dass wir ein Crawl-Budget separat für, sag ich mal, die Hauptinhalte haben und für das Archiv zum Beispiel. Und wenn man das so trennt, dann ist das vom Crawling-Budget her natürlich schon mal eigentlich sauber getrennt. Das heißt, wir crawlen die Hauptseiten mit dem Tempo, was wir für die, sag ich mal, die Hauptwebsite machen würden. Und für die Archiv-Website oder Subdomain können wir das dann entsprechend auch separat koordinieren. Ich denke, dass ich würde eher in die Richtung gehen, als dass man sagen würde, wir löschen einfach alle alten Inhalte, weil gerade bei Nachrichten-Websites sind es ja auch Inhalte, die einen gewissen Wert auch weiterhin haben. Das heißt, in 20, 30 Jahren will man vielleicht trotzdem mal sehen, wie hat sich das Wetter entwickelt, welche Nachrichten waren damals im Gespräch, was war damals relevant, wie wurde das angeschaut, diese gewissen Themen. Und da, wenn man die Inhalte dann einfach löscht, ist sie irgendwie auch schade. Also ich würde das eher so irgendwie machen, dass es halt trotzdem auf der Website vorhanden ist irgendwo, aber dass es vielleicht halt nicht im Vordergrund steht, wenn man das so ein bisschen abtrennen will. Also eher im Bereich Archiv nehmen. Wenn man sie doch löscht, dann würde ich die sauber mit einer 404-Seite löschen und nicht unbedingt mit einem Redirect. Auf einer 404-Seite kann man ja trotzdem Informationen bringen für Benutzer. Das heißt, man kann trotzdem schauen, in welchem Bereich von der Website war das, kann ich vielleicht Informationen zu diesem Bereich geben, kann ich vielleicht erklären, wo ähnliche Inhalte jetzt auffindbar sind. Das sind ja alles Sachen, die kann man auf einer 404-Seite machen. Wenn man das mit einem Redirect macht, ist es so, dass wir diesen Redirect wieder folgen müssen und dass wir dann vom Crawling-Budget her müssen wir natürlich dann wieder einen zweiten Schritt dazu machen. Das heißt, wir müssen dann erst, sag ich mal, wieder lernen, dass dieser Redirect bedeutet, dass die Inhalte entfernt worden sind, nicht, dass dieser Redirect wichtig ist, dass wir den regelmäßig wieder anschauen. Und von dem her würde ich eher schauen, dass man Richtung 404 geht und das einfach so sauber löscht, wenn man sie wirklich löschen will. Aber eben, wie gesagt, ich würde zumindest aus Crawling-Sicht allein würde ich nicht sagen, man muss diese Inhalte löschen. Und gerade bei Nachrichten-Websites würde ich eher dazu tendieren, dass man die Inhalte irgendwie beibehält, wenn man das Gefühl hat, das sind Sachen, die auch längerfristig Wert haben. Super, vielen Dank.
John, hierzu hätte ich eine Rückfrage. Du hattest gerade den Statuscode 404 genannt. Ist das der, den du auch empfehlen würdest, oder wäre es der 410er? 404, 410 sind beide eigentlich okay. Was aus unserer Seite passiert oder warum dieser Unterschied, glaube ich, überhaupt erstmal aufgekommen ist, ist gerade bei 404 ist es etwas, was manchmal temporär stattfindet. Das heißt, man hat irgendeinen Serverfehler und der gibt auf einmal 404 zurück, aber die Inhalte sind nicht wirklich gelöscht. Das heißt, bei einem 404 schauen wir meistens vielleicht 2-3 Mal nach, ob diese Inhalte wirklich gelöscht sind, bevor wir sie ganz aus dem Index nehmen. Und bei 410 geht das an und für sich direkt. Längerfristig betrachtet ist der Unterschied eigentlich irrelevant. Das heißt, wenn es für euch schwierig ist, ein 410 auszuliefern, dann würde ich einfach mit 404 normal arbeiten. Wenn es für euch wichtig ist, dass die Inhalte wirklich schnell entfernt werden aus den Suchergebnissen, würde ich sowieso eher mit dem URL-Entfernungstool arbeiten und nicht mit dem Status-Code versuchen, das ein bisschen zu optimieren, sondern dann mit dem Entfernungstool kann man wirklich sagen, ich möchte, dass das jetzt sofort entfernt wird und dann innerhalb von ein paar Stunden wird das entfernt. Und wenn man mit dem Statuscode arbeitet, dann geht das halt ein paar Tage oder ein paar Wochen, je nachdem, wie viele Seiten das entsprechend sind. Aber ich würde sagen, der Unterschied 404, 410 ist ein bisschen überbewertet. Theoretisch gibt es schon einen Unterschied, aber praktisch gesehen macht das meistens keinen großen Einfluss. Okay, danke schön. Hallo John, ich habe eine Frage noch dazu. Und zwar gerade bei so archivierten oder älteren Inhalten, gehen wir mal davon aus, ich habe die jetzt zum Beispiel auf eine neue Domain umgezogen und diese Inhalte funktionieren dann plötzlich deutlich besser. Liegt es dann eher an dem Content oder dass die Domain neu bewertet wird? Kannst du dir sowas erklären? Wahrscheinlich ist es eine Mischung. Ich denke, da... Also es ist immer so, wir schauen natürlich schon, wie diese Inhalte verlinkt werden innerhalb der Website und versuchen das ein bisschen besser zu verstehen. Und wenn man ein Stück Inhalt von einem Domain auf einen anderen Domain nimmt, dann ist quasi die Umgebung von diesem Inhalt eigentlich schon ein bisschen anders. Und da kann es schon sein, dass die Inhalte auf einmal viel besser erscheinen in Suchergebnissen oder dass sie vielleicht auch manchmal viel schlechter erscheinen in den Suchergebnissen. Okay, danke schön. Okay, haben wir noch 5 Minuten Zeit. Wenn keiner sonst eine Frage hat, würde ich noch eine Frage stellen, und zwar nochmal zum Thema Duplicate Content. Ist natürlich ein Thema, mit dem sich Gute Frage immer wieder beschäftigen muss, ist aber natürlich eine extrem schwierige Problematik, weil so Fragen zusammenzuführen macht halt für den User wenig Sinn, weil wir die Ähnlichkeiten teilweise halt doch unterschiedlich sind, der Nutzer antworten auf Nutzer und dann plötzlich hat man irgendwie eine Frage, die hat 3000 Antworten. Das macht halt nicht so viel Sinn, deswegen haben wir unseren Fokus eher auf die Content-Qualität gelegt. Würdest du sagen, dass man trotzdem sich das Thema Duplicate Content nochmal angucken sollte? Oder würdest du sagen, dass man den Fokus eher auf der inhaltlichen Qualität lässt und sagt, okay, mal ein paar Duplikate wird es weiterhin immer geben oder Ähnlichkeiten, aber Hauptsache diese Inhalte, selbst wenn sie relativ ähnlich sind, sind qualitativ hochwertig? Ich würde schon eher auf die Qualität achten, ja. Okay. Und wenn ihr auf die Qualität achtet, könnt ihr das natürlich auch ein bisschen steuern, gerade mit Duplicate Content, dass wenn ihr merkt, dass etwas qualitativ hochstehend ist, wenn das besser verlinkt wird innerhalb der Website, dann ist es für uns ja sowieso kein Problem da, dass wir da ähnliche Inhalte sehen, die quasi gleich bewertet sind, sondern dann sehen wir wirklich, das ist etwas, was für euch sehr relevant ist und das sind vielleicht ähnliche Fragen, das ist eigentlich auch okay. Duplicate Content ist meistens dann ein Problem, wenn man wirklich Inhalte von verschiedenen Quellen einfach eins zu eins weiterkopiert. Ich denke, das ist bei euch ja nicht unbedingt der Fall. Nein, es sind einfach nur ähnliche Content-Elemente letztendlich, aber definitiv komplett anderer Inhalt von anderen Nutzern. Aber in der Masse macht es natürlich schon was aus dann letztendlich. Ja. Okay, aber dann lieber Qualität. Dankeschön. Mhm. Okay, weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen was mit Duplicate Content zu tun hat, aber in erster Linie eigentlich mit dem Canonical Tag. Und zwar ganz insbesondere, wenn man
Multi-Location Publishing betreibt und das nicht in, international, sondern eher national. Das heißt, vielleicht eine Webseite in Berlin agiert, eine in Hamburg agiert. Ob es da schlau ist, den Canonical sozusagen zu instrumentalisieren, auch in großem Stil und das dann wirklich für eine große Anzahl von Webseiten zu benutzen, um dort dann die Themen auch sozusagen zu lenken. Oder ob man da sagt, Google weiß schon, was ist, was sie tun und sozusagen da die Themenstärkung der Suchmaschine zu überlassen, sozusagen. Man kann an für sich beide diese Varianten machen, aber ich denke, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit dem Canonical zu arbeiten und wirklich auch irgendwie feststellen könnt, welche diese Websites für dieses Thema am relevantesten ist, dann würde ich definitiv damit arbeiten, weil mit dem RHEL Canonical könnt ihr ja dann auch gezielt angeben, dass alle Signale, die sich für dieses Inhaltsstück sammeln, dass die auf diese eine Website gehen sollen. Und damit stärkt ihr ja diese Inhalte von dieser einen Website. Und dadurch können wir dann eher diese Inhalte dann entsprechend auch zeigen, wenn jemand nach diesem Thema sucht. Das heißt, ohne RHEL Canonical ist es ja so, dass die Websites quasi untereinander ein bisschen wie in Konkurrenz stehen. Auch wenn sie den gleichen Artikel, sage ich mal, haben, stehen sie an und für sich in Konkurrenz. Und mit dem RHEL Canonical gibt ihr an, dass all die Signale für diese einzelnen Websites, die vorhanden sind, sollen auf die Version konzentriert werden, die ihr aussucht. Und das muss nicht immer die gleiche Website sein. Das kann ja vielleicht nach Themen unterschiedlich sein oder nach Standort kann das unterschiedlich sein. Wenn jetzt irgendetwas in einer Stadt passiert, dass ihr dann vielleicht sagt, gut, diese lokale Version ist der Canonical für dieses Stück Inhalt und eine andere Version ist vielleicht Canonical für andere Inhalte. Aber wenn man das machen kann, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil so habt ihr dann einfach viel stärkere Inhalte, die weniger in Konkurrenz miteinander stehen. Dazu noch mal eine Frage. Hallo, hört man uns? Ja. Okay. Timo Röske, mein Name vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das knüpft so ein bisschen an die Frage an mit dem Nachrichtenportal, was nach einem Monat immer noch nicht rankt. Wir haben auch sehr viele Partnerportale und das wird auch alles mit Canonical versehen. Aber trotzdem sehen wir sehr oft, dass Artikel von unserem primären Portal, sage ich mal, nicht ranken und stattdessen Partnerportale von Google bevorzugt werden. Gibt es da noch was anderes, was man zusätzlich zum Canonical Tag irgendwie noch machen könnte? Wir schauen verschiedene Sachen an mit der Canonicalization. Das heißt, wir nehmen den RHEL Canonical dazu, wir nehmen die interne und externe Verlinkung dazu, wir nehmen Sachen wie hreflang dazu, also wenn da verschiedene Länderversionen vorhanden sind. Sitemaps spielt auch ein bisschen eine Rolle. Je mehr man all diese Signale wirklich klar irgendwie darstellen kann, dass sie auf die Version zeigen, die ihr als Canonical haben wollt, umso eher können wir dem auch folgen. In vielen Fällen, wenn das jetzt Nachrichteninhalte sind, dann werden ja die einzelnen Seiten allgemein relativ wenig Signale haben. Dann hilft uns ein RHEL Canonical schon sehr stark. Aber das heißt nicht, dass ein RHEL Canonical immer alles übertrümpft, was sonst da ist. Das heißt, wenn jetzt ein Artikel alle externen Links angezogen hat und ihr den RHEL Canonical auf eine andere Seite setzt, dann ist das immer noch eine Frage von, ja, trauen wir den Links, die sagen, dass das die Hauptversion ist, oder trauen wir dem Canonical, der sagt, quasi die andere ist die Hauptversion. Danke. Bitte. Okay, ich glaube, zeitlich sind wir so ziemlich am Ende angelangt. Viele Diskussionen, viele Fragen, super. Wenn ihr mehr Sachen bezüglich Discover, gerade mit dem Referral, mir zuschicken könnt, was ihr damit anstellen würdet, wie euch das helfen würde, die Inhalte besser zu gestalten, da wäre ich sehr dankbar. Ich denke, das hilft immer, wenn man ein bisschen Argumente aus der Praxis hat und das mit dem Team anschauen kann.
Ansonsten haben wir, glaube ich, ein weiteres deutsches Hangout am Donnerstag geplant und am Freitag ist immer der englische Hangout, also wenn noch weitere Fragen dazukommen. Okay, dann schalte ich mal die Aufnahme hier aus.